Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Sims 4, die Let's Play WG. Und, Patrick, du kannst dir mal eigentlich von deinem Essen mal ein Gerichtchen wegnehmen. Das ist aber auch nicht mehr lange gültig. Der Gönner macht jetzt mal das einzig Wahre. Der zahlt erstmal unsere Rechnungen. Und danach darf der Patrick, warte mal, was braucht er denn noch? Level 2 der Mixenfähigkeit erreichen. Das darf er nämlich dann auch mal machen. Und zwar Saft on the Rocks darf er herstellen. Okay, und dann kann er nämlich dem... Der Gönner hat nasse Socken, was natürlich nicht gut ist. Du kannst erstmal... Gönner räumt nämlich unglaublich gerne auf. Das wissen viele nicht. Aber ist ein wahrer Putzteufel. Und in der Früh wird der Gönner dann, wenn er sich so langsam dann auch wohlfühlen möchte, ja, dann wird er auch irgendwann zwangsläufig anfangen, einen Kaffee zu kredenzen. Ja, das ist auch nicht schlecht. So, pass auf, Gönner, du kannst jetzt eigentlich mal das Essen weglegen. Nee, nicht weglegen. Aufräumen, zum Essen rufen. Aufräumen im Inventar, weglegen. Mach mal weglegen, mal gucken, was passiert. Ja, genau, weglegen war das Richtige. So, und Patrick, wie schaut's bei dir aus? Level 2 der Mixenfähigkeit, ha? Kriegen wir's hin? Ich eile da auf die Toilette. Zuckerzunder. Ja, kannst du auch mal hier machen. Wir versuchen jetzt verzweifelt beim Patrick mal ein bisschen was rauszubereißen, weil die 16 Simoleons die Stunde ist natürlich nicht so viel. Und wir wollen ihn dann auch noch befördert wissen. Ja, und das ist ja bald, wenn er seine Aufgaben hier erfüllt. Das werde ich jetzt dann auch bei allen anderen versuchen. Ja, okay, du darfst natürlich auch auf die Toilette gehen, das ist natürlich ganz klar. Jetzt haben wir natürlich auch noch hier ein klein wenig mehr Geld bekommen. Das haben wir beim letzten Mal ja noch nicht fertig gemacht. Und jetzt können wir hier die Dusche und das Toilettenabteil hier nochmal abgrenzen. Aber ich möchte hier auch noch Fenster reinbekommen an die Dusche, damit es einfach ein bisschen heller wird. Ein bisschen freundlicher. Ihr wisst ja, wie das ist. Kein Mensch möchte auf der Toilette sitzen und dann wissen, dass es draußen halt einfach nicht schön... Also, dass man kein Licht hier hat. Das ist ja nicht schön. Jetzt lasst mich mal nochmal gucken. Wir brauchen nicht die gestalteten Zimmer. Wir brauchen Beleuchtung. Und am besten irgendwie Deckenbeleuchtung. Da können wir uns aber nichts leisten. Wir können uns allgemein gar nichts leisten. Schlecht. Die Dinger sind auch geil. Late-Night-Belohnung. Ah ja, guck an. Ja, so langsam wird es hier auch. Jetzt haben wir wieder auch hier Licht drin. Warum das hier allerdings als Raum sehr dunkel ist. Wir können hier die Farbe einstellen. Nur dieses Licht? Ja, sehr toll. Okay, die Toilette ist blau. Und die Intensität könnten wir dann runterstellen. Jawohl, nein, nein, nein. Die ist blau. Und dieses Licht ist dann grün. Auch volle Intensität. Das ist ja cool. Mit den Lichtern finde ich sehr genial. Torben. Ah ja, schau an. Könnten wir hier mal ein bisschen mehr Wärme in den Raum reinbringen. Oder wir machen die Porno-WG, ja, auch nicht schlecht. Oder die Gelbsucht-WG, ja, wäre auch cool. Oder ich kenne schon jemanden, der wäre bei sowas absolut verrückt unterwegs. Das ist der Gönner, ja, der ist mit Farben und Lichtern, ist der total unterwegs. Wer kennt ihn ja? Von Space Engineers ist er ja auch verrückt nach Licht, ja? Und nach farbigem Licht. Macht er da eigentlich? Also Gönner kann jetzt auf jeden Fall mal die emotionale Aura aktivieren. Nein, wir wollten eigentlich einen Kaffee machen. Dafür reicht es allerdings jetzt nicht mehr. Das ist ja blöd. Oh, 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 oh. Pass auf, wir schauen jetzt mal. Warum bist du unwohl? Schmutzige Umgebung. Das mag natürlich niemand. Vielleicht wird es jetzt besser. So ein merkwürdiger Geschmack wegen Trinken. Ja, hat er was getrunken, was er nicht hätte trinken sollen. Marki, geh du mal anständig ins Bett. Komm, das hat doch keinen Wert so mit dir. So, der Gönner, der ist fit allerdings. Und jetzt geht es ihm auch wieder besser.
Da könnten, das lassen wir mal so. Gönn dir erstmal ein bisschen, gönn dir Schlaf. So, wunderschön, die ganze LPWG am Pennen, ja, so wie man sie kennt. Niemand ist fit, außer Maki. Dem geht's aber gar nicht gut, der muss nämlich dringend aufs Klo. Der hat seinen Schlaf unterbrochen. Eieiei. Ja, jetzt geht's zumindest schon mal dahingehend ein bisschen besser. Du kannst jetzt nochmal schlafen gehen, komm, gönn dir Schlaf. Genau. Einfach mal ein bisschen die Batterien aufladen. Es ist ja Donnerstag. Wir wollten auch mal ein bisschen. Oh, ich muss in einer Stunde zur Arbeit. Was? Steh auf, Junge. Und jetzt kredenzt dir mal noch schnell eine Mahlzeit. Ein Haferbrei. Schön lecker reingedrückt, das Ding. Und ich bin scheinbar. Der Gönner musste schon in die Arbeit. Der hat, das, den habe ich überhaupt nicht überrissen. Der musste gleich direkt weg. So, ich hau mir da noch schnell was rein, weil ich muss nämlich jetzt auch gleich in die Arbeit. Und zwar jetzt. Und weg. So, der Postbote ist das. Der hat hier nichts entdeckt. Haben wir Post? Keine Post. Okay, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich knüpfe Kontakte. Der Gönner arbeitet fleißig, so wie wir ihn kennen. Der Maki hat jetzt mega Hunger. Das bedeutet, Patrick, was kannst du machen? Was kannst du Kühlschrank aufräumen? Okay. Und dann gucken wir mal, was geht. Ich würde sagen, wir können keine Partyportionen herstellen. Brunchen. Eier und Toast. Gucken wir mal, wie das läuft. Ich bin gespannt. Unwohl fühlt er sich. Jetzt bin ich mal gespannt. Kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwas vornimmt? Also egal was, ihr nehmt euch irgendwas vor. Und dann passiert Folgendes. Sobald ihr anfangt, euch irgendwas Geplantes zu machen, will irgendwie in dem Moment jeder was von euch. Also das ist so, ich möchte fast sagen, das ist so das Let's Play-Problem an sich, ja. Sobald du mit Let's Playen anfängst, ja, oder versuchst, irgendein Video aufzunehmen, will auf einmal jeder was von dir und alle wollen sie, dass du irgendwas machst, ja. Bei mir ist zum Beispiel das klassische Problem, sobald ich mich vor dem PC setze, sobald ich die Aufnahme beginne, in dem Moment klingelt das Telefon. Ja, genau. Das ist wirklich ein Riesenproblem mittlerweile, weil mich das nämlich eigentlich, also mittlerweile nicht mehr. Am Anfang war das ein Riesenproblem, weil ich dann die Aufnahme tatsächlich beendet habe, um ans Telefon zu gehen. Mittlerweile denke ich mir, wer was von mir will, ruft einfach nochmal an. Funktioniert nicht immer, aber manchmal. So, Teile plündern, Teile plündern. Was ist denn hier kaputt gegangen? Genau. So, dann reparierst du das Gerät mal. Aber das müssen wir nochmal ein bisschen umbauen. Hier, das gefällt mir nicht. Die Küche möchte ich eigentlich ganz gerne in Schwarz halten. So, dann wischen wir noch aufwischen. Nein, nicht joggen. Warum gehst du halt joggen? So, gönn dir erstmal was zu essen, würde ich sagen. Jetzt ist er eingeschlafen. Er wollte doch noch was essen gehen. Patrick, du könntest fleißig arbeiten, dann wirst du auch befördert. Du willst tatsächlich an Staffelei malen. Ist ja auch verrückt. Maki, was ist bei dir los? Kaminkanal? Kochkanal, Kinderkanal, was ist denn der Kaminkanal? Romanze, oder? Schauen wir mal. Ach, ist bei der Arbeit. Naja, dann ist eh wurscht. Der Gönner pennt. Ich bin nicht fit. Aber ich könnte schlafen gehen. Ja. Maki wieder da. Maki. Okay, bei Maki wird sie zu langsam. Sportspaß. Genau, dann kann er hier mal ein bisschen auffrischen. Und ich bin gespannt. Patrick geht's gar nicht gut. Der ist richtig am Ende. Den müssen wir auch jetzt unbedingt bei der nächsten, bei der nächsten Schicht sozusagen. Müssen wir den jetzt auch ein bisschen flott machen? Ja, aber was ich euch eigentlich sagen wollte, manchmal ist es doch einfach auch schön, wenn man so sich dann mal irgendwann dran gewöhnt hat, dass man eben nicht immer erreichbar sein muss und nicht immer ans Telefon gehen muss. Und ich bin mittlerweile auch wirklich so, dass ich dann sage, mein Gott, dann lass es halt klingeln. Ja, das ist manchmal ärgerlich für die Leute, die anrufen. Die hassen mich manchmal dafür. Ja, ist tatsächlich so. Aber
Ganz ehrlich, wenn es mal nicht geht, wir sind heutzutage eh schon überall und immer erreichbar und heutzutage kennt ihr ja die neuen WhatsApp-Funktionen, wo dann die Häkchen auch noch blau werden, wenn der Typ das dann gelesen hat oder die Frau, das ist ja dann, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich glaube, wenn ich jemanden schreibe, finde ich es gut, wenn, um zu sehen, ob derjenige das tatsächlich gelesen hat, aber im Nachgang muss ich sagen, wenn mir jemand schreibt, dann möchte ich eigentlich gar nicht wissen oder möchte ich gar nicht mitteilen, ob ich es gelesen habe oder nicht. Ich antworte schon, wenn ich soweit bin. Aber tatsächlich antworte ich auch auf WhatsApp-Nachrichten immer, ja. Oder versuch's zumindest, das ist so meine Hoffnung, dass ich das hinbekomme. Bibliothek besuchen, weil konzentriert ist. Ah ja. Ausgezeichnetes Getränk mixen. Getränke für alle zubereiten. Saft on the Rocks können wir machen. Kann er auch mal Marki mal hier seine Mixen-Fähigkeit unter Beweis stellen. Fitness- oder Programmierfähigkeit braucht Marki. Wir könnten Marki eigentlich mal joggen gehen lassen. So, da ist der nämlich auch mal raus. Der Gönner, der hat einfach hier ein Problem mit seiner Umgebung. Ich kann hier mal reparieren. Hier hinten die Teile plündern. Hier die Teile plündern. Und hier aufwischen. Ich mache jetzt mal so richtigen Frühjahrsputz. Das Aufräumen tun wir auch noch. Und dann müssen wir uns irgendwann mal überlegen, ob wir hier mal was verbessern. Aber ich sehe hier nichts zum Verbessern. Doch, hier könnten wir was verbessern. Oh nein! Ja, hier ist Patrick das Essen weg. Ist das dreist, ey. Ein Gourmet-Menü machen wir mal. Und zwar Pasta Primavera. Super. Mach das mal. Weil ich glaube, die Let's Play WG hat Hunger. Ich bin bei der Arbeit jetzt gerade. Okay, das ist in Ordnung. Marki schläft, aber der hat auch Hunger. Und der möchte sich dann auf jeden Fall ein Gericht nehmen, habe ich gehört. Dann bringen wir mal frisch hier. Dann dürfen wir hier noch ein Getränk trinken. So ein Saft on the Rocks. Ach, ist es nicht herrlich. Jetzt ist es super. Ja, jetzt, ihr seid ein bisschen hektisch, Freunde. Ja, ihr merkt schon, ich versuche jetzt mal ein bisschen mit schneller Geschwindigkeit zu spielen, weil langsam ist zwar ganz nett, also zum Lückenfüllen finde ich das okay, wenn wir einfach mal ein bisschen laufen lassen. Oh, der Computer hat Geist aufgegeben. Oh mein Gott. Machen die da hinten? Kloparty. Okay. Oh Mann, der Computer, der ist nicht mehr frisch. Also allgemein ziemlich kaputt bei uns alles, oder? Habe ich das nur so im Gefühl oder ist das so? Wir warten mal auf die anderen beiden. Marki? Patrick bist du. Ja, du bist Patrick, genau. Was ist denn deine Aufgabe hier? Vor allen verstecken. Na ja, dann. Versteck dich mal. Na, schon die Aufgabe gelöst wieder. Inspiriert wegen. Jetzt sind alle auf der Arbeit. Ich glaub's ja nicht. Und ich lasse es mal ein bisschen ruhiger angehen. Patrick, was ist mit dir los? Du möchtest mal... Wir müssen mal ein bisschen Patrick... Patrick. Ah, ich bin heute voll daneben der Spur. Marki frisch machen. Ja, geh raus, komm. Das ist... Der Gönner hat sich einfach in die Dusche geschlichen. So. Gönn dir, geht auch ins Bett. Alle gehen ins Bett. Okay. So, warte mal. Bei euch, was muss man noch machen? Fitnessfähigkeit müssen wir verbessern. 3 Sims erfolgreich über den Weltraum schwärmen. Das heißt, wir müssen den Gönner heute mal ein wenig schwärmen lassen. Plug-in auf dem Computer installieren. Okay, dazu müssen wir natürlich die Kiste erstmal reparieren. Dann gehen wir nach der Reparatur ein wenig duschen. Und dann plündern wir noch Details, damit wir hier wieder ein bisschen was verbessern können. Und ein Plugin installieren wir parallel dann auch noch. So, erstmal die Dusche. Dann machen wir das. Dann können wir hier nochmal schnell das verwenden. Und dann können wir hier mal gucken. Plugin programmieren. Wunderbar, da haben wir das nämlich auch erledigt.
Und dann können wir das hier wegwerfen und dann sind wir hier zumindest schon mal fertig. Das Essen ist leider auch nicht mehr gut. Maki schafft sogar noch in die Arbeit, kann dann bei Bossen einschmeicheln, ist nie verkehrt in seinem Business, ja. Er ist ja kriminell ohne Ende, also im Spiel zumindest. Gucken wir mal. Ich programmiere hier gerade fleißig das Plugin, hat funktioniert. Was ist das hier? Das Malware-Upware-Plugin macht das Surfen im Netz für alle sicherer. Zwergel13 für seine Mühen. Schön, okay. Sehr gut, gefällt mir. Jetzt werden wir mal gucken. Jetzt ist hier auf jeden Fall eine müde Veranstaltung. Die Jungs sind gerade bei der Arbeit, wir sind gerade wieder da. Ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen nicht so ganz überzeugt, ob ich die Let's Play WG so in dem Ausmaß machen möchte. Weil ich mir gedacht habe, 4 Sims, die muss ja auch erstmal alle durchfüttern und es muss ja auch alles klappen. Mittlerweile bin ich da eigentlich etwas entspannter geworden. Ich finde das eigentlich so gar nicht so schlecht. Es sind immer 2 weg und 2 sind da. Jetzt machen wir mal die Küche mal ein bisschen größer. Die Bar braucht mehr Raum. So, machen wir das mal so. Kommt die Bar hier hin. Der Mülleimer, der kommt mitten rein. Die Spüle, die können wir hier noch mit anschließen. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir hier noch mal ein paar schönere Sachen reinbekommen. Ihr seid die Dinger in schwarz. Dann könnten wir mal gucken, ob wir da vielleicht die Kochzeile noch mit ranbauen. Dann kriegen wir das übers Eck geht's nicht, ne? Übers Eck geht's dann nicht. Dann machen wir das mal so. Doch, es geht übers Eck. Dann müssen wir aber hier nochmal... Okay, das reicht aber auch. Mehr können wir uns eh nicht leisten. Dann müssen wir dieses Fenster hier nochmal ein bisschen verlegen. Ich finde es auch besser, wenn das so mittig ist. Oder wir könnten mal gucken, können wir da mehr Fenster bauen? Ach nee, das sind nur Vorhänge. Das war so eins. Nee, Moment. Das war so eins. Ja, auch nicht. So eins. So eins? Ja, so eins war's. Dann werden wir das mal so machen. Dann schauen wir mal in der Innenseite. Können wir das doch so verlegen. So, jetzt ist der Raum auch ganz schön hell geworden. Die Lampe, ich würde sagen, so mittig rein. Müssen wir auf jeden Fall noch neue Lampen kaufen. Deckenlampe für Kinder. Ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber mal gucken. Beleuchtung. Können wir was von der Decke noch basteln? Das ist alles echt teuer hier. Ich bin mir gerade nicht so schlüssig, ob das so Sinn macht. Naja, besser als nix hier, ne? Hier vielleicht. Also wir bräuchten auf jeden Fall mehr Licht hier in dem Raum. Ja, aber mehr geht auch nicht. Ja, okay, dann lassen wir das mal so. Ist auf jeden Fall jetzt mehr Platz hier. Und der Raum gefällt mir so eigentlich ganz gut. Ja, muss ich sagen. Beziehungsweise der gesamte Teil hier hinten. So. Patrick will schlafen gehen. Er hat sich auch mittlerweile gewöhnt an seinen Raum. Das finde ich echt gut, dass die Sims sich das merken. Maki ist auf Arbeit. Oder in der Arbeit, kann man auch sagen. Ja. Maki könnten wir jetzt... Ach Gott, im Bad ist ja alles hinüber. Was Maki jetzt machen kann, ist erstmal das Bad ein wenig säubern. Ist ja auch wichtig. Sims wollen ja nicht im Dreck leben. Deswegen ist auch ab und zu mal abspülen gar nicht so verkehrt. Aber liebe Freunde, wir sind schon wieder zeitlich ganz, ganz weit drüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn dann Maki dann endlich mal es ins Bett geschafft hat. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.